Du suchst einen Evelyn Guide, mit dem du direkt ins Ranked starten kannst? Dann bist du hier. Genau richtig. Moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und du schaust Get Good mit Evelyn. Dieses Video entstand durch mehrere Kommentare, die nach genau diesem Champ gefragt haben. Wenn du also einen Jungle Guide zu deinem Champ haben möchtest, dann poste genau jetzt einen Kommentar unter dieses Video. Beginnen wir jetzt aber direkt mit den Runen, der Skill Order und dem Itembild von Evelyn. Bei den Runen gibt es ein paar verschiedene Varianten im Second Tree, aber sonst sieht es immer wie folgt aus. Im First Tree gehst du auf Electrocute als Key-Rune und dann folgen Sudden Impact, Eyeball Collection und Relentless Hunter. Im Second Tree gehst du dann auf Absolut Focus und Gathering Storm. Als Zusatzwerte nimmt man zweimal Adaptive Force und einmal Armor mit. Bei der Skill Order von Evelyn gibt es zwei grundlegende Unterschiede. Die einen spielen Q-Max, dann W und zum Schluss E. Und die anderen spielen Q-Max, dann E und zum Schluss W. Die zweite Variante, wo man E als zweites Max, habe ich aber häufiger gesehen und würde es euch auch deswegen ans Herz legen. Auf Level 1 startet man mit der Q, lässt dann die W auf Level 2 folgen und skillt auf Level 3 dementsprechend die E. Das Itembild von Evelyn ist relativ simpel. Das Startgold solltest du für den Talisman und den Refillable Potion ausgeben. Daraufhin kaufst du das blaue AP Jungle Item und die Sorcerer Boots. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen optionalen Oblivion Orb einzubauen für die Double Pen. Danach gehst du aber nichtsdestotrotz auf Lichbane und Rabadons. Am Ende baust du natürlich auch den Oblivion Orb zu einem Morellus aus. Das kann aber auch früher geschehen, allerdings nur dann, wenn der Heal Debuff wirklich sinnvoll ist. Items, um das Itembild abzurunden, wären zum Beispiel Sonyas für ein bisschen Utility oder Voidstuff für noch mehr Magic Pen. Das Jungle Pathing von Evelyn ist relativ einfach und trotzdem mit ziemlich viel Risiko verbunden, weil man einfach Pre-6 enorm schwach ist. Das bedeutet für dich, dass du ASAP Level 6 erreichen möchtest und das geht am einfachsten mit einem Full Clear. Hierbei startest du optionalerweise am Red Buff, machst die Crux und die Raptors und gehst danach in den Topside Jungle. Hier gehst du für die Wolves, den Blue und den Gromp. Währenddessen wird die Crab auf beiden Seiten spawnen und wenn du davon ausgehst, dass der Enemy Jungler nicht around ist, dann kannst du auch die noch mitnehmen. Generell möchtest du aber als Evelyn Pre-6 nicht wirklich Crabs contesten oder dich auf 1v1s einlassen. Wenn du trotzdem für Ganks gehen möchtest, kannst du das machen, allerdings erst, wenn du deine W hast. Hierfür wäre ein gutes Gank-Timing am Ende des Full-Clears. Da kannst du dann die dementsprechende Sidelane, also Blue-Side Top-Lane und bei Red-Side Bot-Lane ganken. Falls du dafür kein Opening siehst, kannst du einfach resetten und in Richtung deiner Crux laufen. Du wirst dann noch ein wenig Zeit haben und kannst jetzt nochmal schauen, ob ein Gank funktionieren könnte. Allgemein möchtest du Pre-6 aber nicht zu viel Zeit ins Ganken investieren, weil die Ganks ab Level 6 deutlich effektiver sind, weil dann erst deine Unsichtbarkeit beginnt. Evelyn ist außerdem dafür prädestiniert, dass sie sehr einfach Raptors machen kann. Das bedeutet zu einem, dass du im Notfall dort auch starten kannst auf Level 1, aber auch, dass du die Raptors des Gegners invaden kannst. Die Frage, wie schwer ist Evelyn, würde ich mit 3 von 5 Armbossen beantworten. Das liegt daran, dass ähnlich wie bei Kha'Zix sie keine krassen Mechanics braucht, um den Gegner zu outplayen. Bei ihr kommt es auch mehr darauf an, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Man muss also wissen, wer von den Gegnern wann und wo ist. Sobald man als Evelyn die Gegner nämlich catchen kann, dann ist es für sie eigentlich auch kein Problem, den Gegner zu one-shotten. Gerade mit der Unsichtbarkeit kann man enorm gut arbeiten, um von unerwarteten Positionen zu flanken und den Carry rauszuholen. Das Ganze wird allerdings erschwert, je länger das Game geht und je mehr die Gegner groupen. Wie bei jedem Assassin möchte man nämlich auch als Evelyn, dass die Leute gesplittet sind, damit man sie deutlich einfacher catchen kann. Leerquellen für Evelyn-Spieler zu finden war relativ schwierig, weil es eher ein OTP-Champ ist, als dass sie in dem Champ-Pool der meisten Jungler ist. Wenn einer unter euch aber gute Evelyn-Spieler kennt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe allerdings auch wieder zwei gefunden. Zu einem wäre das Dandy-Champ und Sunset. Beide machen YouTube bzw. Twitch, deswegen könnt ihr bei denen einfach vorbeischauen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie noch wirklich aktiv Content machen. Evelyn ist, wenn man sie richtig spielen kann, einer der stärksten Jungler in Solo-Queue, weil sie einfach durchgehend unterschätzt wird und durch ihre Unsichtbarkeit die Leute relativ einfach catchen kann. Außerdem ist sie ein sehr selten gesehener Gast in der Kluft der Beschwörer, weswegen es nochmal schwieriger ist, gegen sie zu spielen, weil man so wenig Erfahrung gegen sie hat. Außerdem plane ich momentan noch ein Format namens How to Counter, wo ich dann immer noch zu dem Champ, zu dem ich auch ein Get Good mache, ein How to Counter rausbringe, damit falls man den Champ nicht selber spielt, trotzdem die Stärken und Schwächen kennt und ihn daher gut hops nehmen kann. Falls du Bock auf so ein Format hast oder noch weitere Ideen, um das Ganze zu verbessern, dann schreib es gerne in die Kommentare, ich werde auf jedes einzelne Kommentar eingehen. Ansonsten empfehle ich dir, dass falls du keine weiteren Videos und Guides verpassen willst, schnellstmöglich diesen Kanal abonnieren solltest. Es ist kostenlos und unterstützt mich einfach sehr, weiter aktiv Videos zu produzieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit Evelyn Jungle.